Die Corona-Krise könnte die Deutsche Bahn bis Ende 2020 unterm Strich noch härter treffen als bisher angenommen. Das geht aus Daten des Bundesverkehrsministeriums hervor, die weltweit vorliegen. So geht die Bahn im Basisszenario davon aus, dass die Transportleistung im Fernverkehr im Dezember 84% des ursprünglich vor Corona aufgestellten Plans für jenen Monat entspricht. Im Worst Case, also dem schlechteren Fall, ist von 83% die Rede. Aktuell verzeichnet das Unternehmen im Fernverkehr nach Auskunft eines Bahnsprechers aber nur 50% der Fahrgastzahlen aus der Zeit vor der Pandemie. Beim Regionalverkehr gerät immerhin der Worst Case von 60% in Reichweite. Aktuell sind es etwas mehr als 60% der ursprünglichen Nachfrage. Als einigermaßen wahrscheinlich gilt, dass sich beim Güterverkehr die Annahme im Basisszenario erfüllt. Hier wurden im ersten Halbjahr 2020 rund 87% der Tonnenkilometer des Vorjahreszeitraums gefahren. Die Bahn geht davon aus, dass es im Dezember zwischen 84% und 76% der für jenen Monat geplanten Werte sein werden. Insgesamt aber sind die gegenwärtigen Werte der Bahn noch weit von den für Dezember angenommenen entfernt. Denkbar wird damit ein noch höherer Finanzbedarf des Staatskonzerns.